Es ist schon bald 9 Uhr am Samstagnacht und langsam da kommen die Leute. Gerade neben mir sitzt der alte Mann, den haben sie gerade ein Obstler hingestellt. Er sagt, Bierball, geh, spui mir das alte Lied. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es geht. Es ist traurig und schön, ich hab's auswendig kennt, da bin ich so viel jünger noch gewesen. Oh, dai, 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 dai. Sing unser Liedl, du Musikant, sing unser Liedl heut Nacht. Alle warten auf die alte Melodie, die uns Leben wegen leichter macht. Hey, der Jim an der Bar ist ein Freund von mir. Er bringt mir ein halbe aufs Haus. Und auch wenn er gerne mal kleine Gespeisel macht, merkst du, am zieht's in die große Welt hinaus. Er sagt, Alter, da herin werd ich nimmer alt. Aus seinem Gesicht tanzt der Lacher davor. Ich weiß gewiss, aus mir könnt ganz was Besonderes werden, wenn ich rauskomm aus dem alten Loch. Oh, der Pauli hat seine eigene Firma gegründet. Fürs Heiraten war da einfach keine Zeit. Und er kartelt mit dem Werner, der ist bei den Grünen und bleibt's wohl für die Ewigkeit. Die Bedienung, die lernt fürs Fernstudium und die Geschäftsmänner schütten sie zu. Und auch wenn jeder was anderes trinkt, schmeckt's doch besser als dringend's der Lohr. Sing unser Liedl, du Musikant, sing unser Liedl heut Nacht. Alle warten auf die alte Melodie, die uns Leben wegen leichter macht. Es sind gar nicht wegen Leid für eine Samstagnacht und der Chef bringt mir schnell nur ein Bier, weil er weiß ganz genau, all die Leid sind nur da, weil's die alten Lieder hören wollen. Und die Gitarre macht einen Sound wie eine ganze Band und das Mikrofon muffelt wie Sau. An der Bar schmeißen's Münzen in mein alten Hut und schreien, Alter, du bist ja schau. Sing unser Liedl, du Musikant, sing unser Liedl heut Nacht. Alle warten auf die alte Melodie, die uns Leben wegen leichter noch macht. Servus alle miteinander, das war Piano Man von Billy Joel in meiner Version Sing unser Liedl, du Musikant. Und, keine B-Seite, kennen wahrscheinlich die meisten Leute. Ich kann mich allerdings bei dem Song noch sehr gut daran erinnern, wo ich den das erste Mal gehört habe. Und zwar war das in Straubing in der Fußgängerzone.
Da war ein Straßenmusiker. Und ich war mit meinen Eltern in der Stadt irgendwie. Und dann war da an dieser Eck dieser Straßenmusiker mit der Gitarre und mit der Mundharmonika. Und hat diesen Song gespielt aus vollem Herzen auf Englisch, ne, aber halt aus vollem Sing us a song, you're the piano man. Volle Kanne reingehaut. Und ich war komplett gebannt. Ich hab stehen bleiben müssen, ich hab zuhören müssen. Und dann hab ich mich aber nicht traut, ich hab mich nicht traut zum fragen, wie der Song heißt. Oder von wem der ist. Ich hab den noch nie gehört gehabt. Und das war's dann. Wir sind weitergegangen. Und ich hab mich immer gefragt, was das für ein Lied ist. Und ich hab ihn immer im Kopf gehabt. Ich hab immer diese Melodie im Kopf gehabt. Und das weiß ich noch. Und dann, viele Jahre später, war ich auf einer Party. Und da habe ich zwei Musiker getroffen und habe zu denen gesagt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber kennt ihr das Lied? Hat vorgesungen und haben die gesagt, ja, das ist Piano Man. Und ich so, was ist das? Das ist Piano Man, Billy Joel, Piano Man. Ernsthaft jetzt? Ja, 1000%ig. Leilalei. Das kann gar nichts anderes sein. Und was sie reimt, stimmt immer. Auf jeden Fall, und dann bin ich halt los und bin ins Musikgeschäft, also in auf Straubing zum Müllermarkt und hab nach Billy Joel gesucht und hab Piano Man gefunden. Und damals hast du noch mit der CD praktisch an die Theke hingehen können und da haben sie ein paar CD-Player gehabt und dann haben sie das ausbackelt und dann hast du es anhören, hast drei hören dürfen. Und dann habe ich die CD durchgeskippt, bis ich bei Piano Man war und dann ging das so los und dann haben wir zuerst gedacht, ja, die Melodie ist schon das, aber bin jetzt mir nicht ganz sicher. Und dann spätestens als der Refrain dann da war, sing us a song, war das so. Und ich weiß das noch so gut, dieses Gefühl, so diese, oh mein Gott, das ist es. Endlich, ich hab's gefunden. Und das war so ein geiles Gefühl. Und der Song hat mich immer wieder so über die Zeit begleitet. Das war einer meiner Standard-Songs, die ich gespielt habe, also regelmäßig in Ringsburg im Irish Hub gespielt habe. War das einer der Songs, die ich immer gespielt habe. Ich habe ihn gern gesungen und er war und so die Leute waren auch immer so wie, oh, geil. Vor kurzem, und jetzt habe ich ihn irgendwie ganz lang, habe ich nicht mehr dran gedacht. Und jetzt vorgestern, ist er mir wieder über den Weg gelaufen. Und ich so, Piano Man, stimmt, mein Gott. Und dann hatte ich die kühne Idee, das Ganze zu übersetzen, die ganze Geschichte. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich habe das Gefühl, es ist mir sehr gut gelungen. Macht sehr viel Spaß. Ja, ihr wisst es eh, die üblichen Sachen, wer mich unterstützen will, schaut es oben oder unten. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und jetzt kommen die mich schon ganz fleißig unterstützen, meine Patreons. Vielen Dank euch alle.